schneller wir im Hauptgebäude sind, desto größer sind unsere Chancen, den Angriff zurückzuschlagen. Für die Freiheit der Menschen! Es ist gut zu sehen, dass wenigstens ihr es hierher geschafft habt. Die Soldaten haben viele von uns getötet. Amiria ist unter ihnen. Und ich befürchte, dass auch wir nicht lange werden standhalten können. Das wird die Soldaten aufhalten. Aber wenn der Kanzler hier auftaucht, und das ist wahrscheinlich, wird er den Zauber brechen können. Hört mir zu. Wenn sie es schaffen, diese Halle zu stürmen, dann sorgt euch nicht um mich. Niemand mag sagen, was passieren wird, aber wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Mersul, was redet ihr da? Ihr seid der Führer unseres Ordens. Unser Orden steht für eine Idee, nämlich für die gerechte Herrschaft der Menschen, ohne dass die Göttlichen sich in unsere Belange einmischen. Und eine Idee braucht keinen Führer, um weiter existieren zu können. Sie lebt von allen Menschen, die sie in ihrem Herzen behalten. Deshalb wird es unserer Sache keinen Abbruch tun, wenn ich sterben sollte. Unsere Idee... Die Idee von Narazul Arantial wird nicht mit mir untergehen. Ihr habt recht, Mersul. Aber was denkt ihr, wird Barathion mit uns machen? Sein Problem ist, dass er alles und jeden unterschätzt. Er wird in euch keine allzu große Gefahr sehen und euch ins Verlies der Hauptstadt sperren lassen. Es dürfte nicht schwierig sein, von dort zu fliehen. Nicht für euch. Wenn ihr draußen seid, müsst ihr ins Nordreich gehen. Dort ist ein befreundeter Magier, der unsere Sache von da an weiterführen kann. Ihr redet von Callisto. Im alten Bergkloster. Genau den meine ich. Sucht das Bergkloster im Nordreich auf und berichtet Callisto von den Geschehnissen hier. Genaueres können wir jetzt nicht planen, aber ich weiß, dass ihr es schafft. Sieh an, das ganze Pack auf einem Fleckchen und alle zittern sie um ihr Leben, als wäre gerade der Tod selbst durch dieses Tor geschritten. Doch ich fühle mich geschmeichelt. Euer erster Verrat hat euch wohl nicht gereicht, Baratheon. Es war euch wohl nicht genug, dass ihr mich und unsere Idee im Stich gelassen habt, nachdem Narazul Arantial damals gefangen genommen wurde. Ich nenne es mitnichten Verrat, Mersul, mein Freund. Vielmehr Voraussicht. Arantial war aus dem Spiel und wir beide haben danach lediglich unsere eigenen Ziele verfolgt. Ihr habt das vielleicht. Ich wollte Arantials Idee weiterleben lassen. Ich habe diesen Orden gegründet. Und euch fiel nichts Besseres ein, als uns einzuschränken und zu unterdrücken. Schweig! Deine Chuzpe kann dich auch nicht mehr retten. Du, Mersul, hast meinem Befehl zuwidergehandelt, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Dies hier hast du dir, ganz allein dir und deiner unendlichen Starrköpfigkeit zuzuschreiben. Ihr redet Unsinn. Schließlich seid ihr nur hier, weil ihr es nicht dulden könnt, dass die Menschen im Sanktum Magie nutzen können. Ihr wollt, dass dies allein euer Privileg ist.
Ihr wollt jeden, der magisch begabt ist, davon abhalten, seine Fähigkeiten zu gebrauchen, damit niemand eine Gefahr für euch werden kann. Und dabei vergesst ihr, dass der Schatten, den ihr jagt, eine erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Schatten, den ihr werft. Mersul, der gute Mersul, um große Worte niemals verlegen, genau wie früher. Und immer noch an Idealen festhalten, die sich schon längst selbst überlebt haben. Ihr seid eine aussterbende Spezies, mein Freund. Und damit wäre ich auch schon bei dem Punkt angelangt, aufgrund dessen ich hergekommen bin. Wie könnt ihr es wagen, Verräter? Bleibt zurück! Das reicht. Wenn ihr glaubt, dass eure Kräfte den meinen überlegen sind, dann versucht euch an ihnen. Aber lasst die anderen hier aus dem Spiel. Ein Spiel, das nach meinen Regeln läuft. Nein! Was habt ihr getan? Schafft das Pack in den Kerker. Sie stellen keine Gefahr mehr dar. Hey, seid ihr wach? Hört ihr mich? Kommt her! Hierher! Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Ja, Mersul hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Ich spüre, dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Mersul gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es... Seht ihr? Ganz einfach. Quasi ein Kinderspiel. Aber wir müssen leise und vorsichtig sein. Uns darf niemand sehen. Als erstes müssen wir unsere Ausrüstung wiederfinden. Wir können nicht hier ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment. Still. Da kommt jemand. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Sprich, wo habt ihr unsere Sachen hingebracht? Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheons Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu. Du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Los jetzt und denkt daran, was ich gesagt habe. Beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich überführen. Wenn ihr keine Autorisierung vorzuweisen habt, handelt ihr zuwider der Verordnung. Ich bin angewiesen, sämtliche Zuwiderhandlung eiligst zu melden, damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Sag, du berufst dich auf Absatz 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. Was für ein Trottel. Und jetzt weiter, durch die Tür. Gehen, nicht umschauen. Hey, Rehmann, sind deine Kopf...
Weitergehen nicht umschauen. Hey, Rema! Weitergehen nicht umschauen. Hey, Rehmann! Sind deine Kopfschmerzen besser geworden? Wir sind da. Hier ist eure Ausrüstung. Ausgezeichnet. Los, nehmt euch eure Sachen. Das wäre geschafft. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie wir wieder ans Tageslicht kommen. Ihr könnt durch den Brunnen im Keller entkommen. Benutzt diese Tür dort. Ausgezeichnet. Danke, mein Guter. Aber du hast deine Schuldigkeit getan. Er schläft nur. Ist quasi bewusstlos. Der Orden ist schließlich etwas Besseres als diejenigen, die er bekämpft. Und jetzt nehmt euch seinen Schlüssel. Damit können wir die Tür aufschließen. Das war dein letzter Fehler. Der Schöpfer wird euch sterben. Ich bin sehr alt, wie ich aussehe. Ja! Auf, wo ihr hintretet. Da geht's tief runter. Betätigt den Hebel dort links. Das wird uns etwas Zeit verschaffen.
Das hier sind wohl die Folterzellen. Seht ihr das? Da sind zwei Schlösser. Wir brauchen beide Schlüssel, damit die Tür aufgeht. Sucht sie. Ich halte Wache. Habt ihr beide Schlüssel? Bei drei stecken wir gemeinsam die Schlüssel ins Schloss. Nicht früher und nicht später. Ja? Eins, zwei, drei. Ich sagte doch gemeinsam. Also, nochmal. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und nun weiter. Schnell. Hier muss irgendwo eine Tür in den Keller sein. Ich kann die Tür öffnen, aber da ist ein magisches Schloss dran. Die wissen genau, dass man durch die Kanäle... Haltet euch bereit. Sicherlich kommen sie bald.
Springt hier rein. So können wir sie abschütteln. Nicht verletzt. Und sie sind so schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Es sieht so aus, als ob die Reise hier für mich endet. Geht ihr nur durch die Kanäle nach draußen und sucht Callisto im alten Bergkloster auf. Es ist im Nordreich. Gebt Acht auf euch. Dort wimmelt es nur so von Soldaten. Ihr müsst an der Nordstadt Kabaet links vorbei und einen Pfad ins Gebirge nehmen. Dann kommt ihr zum Kloster. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ich versuche, die Wachen noch so lange wie möglich aufzuhalten, aber ich will weder mir noch euch etwas vormachen. Es wird bald enden. Nun liegt es an euch, ob Callisto die Kunde von Mersuls Tod erfährt. Bitte, enttäuscht den Orden nicht. Es ist wichtig. Unsere Anstrengungen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Und nun macht, dass ihr fortkommt! Geht ins Nordreich! Verschwindet!